Die Ursache unterscheidet sich und dadurch unterscheidet sich auch die Therapie. Nein. Die nächsten Fragen beziehen sich auf die von mir eben angesprochene spezifische Therapie für das Tourette-Syndrom. Dazu habe ich mir folgende Fragen herausgepickt. Überlegst du eventuell auch einen ähnlichen Eingriff machen zu lassen wie Jan? Jörg hat gefragt, wäre es für dich auch eine Option, eine OP mit Hirnschrittmacher machen zu lassen oder THC zu benutzen? Und Rob hat gefragt, hast du mal überlegt, die gleiche OP wie Jan zu machen? Er ist ja seitdem geheilt. Zuallererst, Jan ist nicht geheilt. Tourette ist eine unheilbare Krankheit. Er ist also lediglich sehr, sehr gut symptomkontrolliert. Zu Deutsch, seine Ticks werden durch den Neurostimulator einfach sehr, sehr gut unterdrückt. Das heißt aber nicht, dass sie weg sind. Und für alle, die Jan oder Gewitter im Kopf nicht kennen oder gar nicht wissen, welche OP ich hier meine, für die verlinke ich hier nochmal ein Video in der Infocard. Und um die eigentliche Frage jetzt auch mal zu beantworten, ja, ich habe über eine solche Operation auch bereits nachgedacht und nein, für mich kommt das bislang nicht in Frage. Natürlich, der Erfolg, der bei Jan jetzt zu sehen ist, ist phänomenal und es freut mich wirklich unglaublich für ihn, dass er eine solche Erleichterung dadurch erfahren hat. Aber dieser Erfolg ist nicht garantiert. Bei manchen hilft die OP gar nicht, bei manchen weniger, bei manchen halt so super wie bei Jan. Zudem ist es immer noch ein Eingriff am Gehirn. Und bei jeder, wirklich jeder einzelnen Operation und Intervention besteht ein gewisses Restrisiko. Es können immer Komplikationen auftreten, wie Infektionen, Blutungen oder halt in diesem Fall vielleicht auch kognitive Einbußen. Versteht mich nicht falsch, ich will jetzt überhaupt keine Angst schüren vor Operationen oder anderen Eingriffen. Um dieses Restrisiko jetzt wirklich letztendlich einzugehen, habe ich eher noch andere Optionen offen. Was mich zum zweiten Teil der Frage bringt. Ich habe bereits einen Antrag auf Kostenübernahme für ein Medikament auf Cannabis-Basis bei der Krankenkasse gestellt. Der wurde jetzt leider im ersten Verfahren abgelehnt, aber ich habe natürlich auch schon Widerspruch eingelegt. Um die Frage also kurz und knapp zu beantworten, ja, THC kann ich mir vorstellen, nein, eine OP aktuell nicht. Und bevor jetzt irgendwelche Leute wiederkommen, auch keine Dämonenaustreibung. Danke.